ist die Wiederholung von letzter Stunde. Und wir hatten die Maßeinheiten besprochen für Länge, Zeit und Masse. Meter, Sekunde, und Kilogramm. Das, was Sie hier sehen, sind die drei sogenannten Basiseinheiten. Des sogenannten SI-Systems. Okay. SI steht für Französisch Système International d'Unité. Das heißt also internationales Einheitensystem. Und dieses SI-System ist für uns, also internationales Einheitensystem 1971 und ist jetzt allgemein gebräuchlich und vor allen Dingen, jetzt habe ich dafür keinen Platz mehr, machen wir hier weiter, und gesetzlich festgelegt. Also, das Gesetz sagt, wir sollen dieses Einheitensystem verwenden, dieses SI-System. Und es wird auch in der Physik weitgehend benutzt. Sie werden dann andere Möglichkeiten kennenlernen, andere Einheitensysteme, die für bestimmte Anwendungen sinnvoll sind. Etwas älter ist das sogenannte CGS-System. C besteht für Zentimeter, G für Gramm und S steht auch für die Sekunde. Also früher hat man Zentimeter, Gramm und es gab auch noch ein paar andere Unterschiede, vor allen Dingen, wenn es dann um die Elektrodynamik geht. Dann gibt es in der Atomphysik gebräuchlich sogenannte atomare Einheiten. Da bezieht man sich im Wesentlichen auf Längen und Zeitskalen im Wasserstoffatom. Und misst alles in diesen Einheiten. Gut, aber für uns ist dieses Einheitensystem und das sind drei sogenannte Basiseinheiten. Und ja, jetzt frage ich Sie, es gibt noch mehr Basiseinheiten. Und ja, wie viele gibt es noch im SI-System? Es gibt insgesamt sieben. So, welche fehlen? Oh, ja, Sie haben völlig recht, aber das ist wirklich eine, ja, okay. Eine totale Schrotteinheit. Ich habe neulich mal mit dem Chef von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig die Maße und Gewichte sozusagen hüten diskutiert. Das Candela ist wirklich eine besondere Einheit. Im Grunde genommen als ernsthafter Physiker kann man es vergessen. Aber Sie haben völlig recht, das ist eine Einheit. Es hängt damit zusammen, dass die Beleuchtungsindustrie, die ganzen Glühbirnen und so weiter, enormen Druck ausübt und deshalb muss das Candela eben als SI-Einheit, Basiseinheit bleiben. Okay, aber die anderen drei. Ladung ist keine SI-Basiseinheit. Aber Sie haben zwei andere Worte gebraucht, Ampere, Sekunde. Und das SI, die Sekunde ist eine und das Ampere ist eine, Stromstärke. Jetzt fehlen noch zwei. Die Stoffmenge Mol, das ist richtig. Ja. Und dann gibt es noch eine. Das ist Kelvin, ja, für die Temperatur. Übrigens ist auch interessant mit Mol, Stoffmenge und Kilogramm. Letztendlich sind es so eine Art 2-2, liegt es daran. Also warum haben wir für eine Menge von einem Stoff eine unterschiedliche Maßeinheit als die Masse? Ich könnte ja sagen, der Stoff hat eine bestimmte Masse. Warum ist das so? Ja, es liegt daran, dass wir auf der atomaren Skala quasi eine andere Masseeinheit haben. Wir beziehen es da nicht auf das Kilogramm, sondern beziehen es auf ein
auf das Kohlenstoffisotop, das ist also mit 12 Masseneinheiten, C12-Isotop. Das ist unser Massenstandard. Und die beiden Massenstandards, C12-Atom und Urkilogramm, sind relativ schlecht miteinander verbunden. Und deshalb misst man sozusagen Dinge, die auf atomarer, molekularer Ebene passieren, gerne in Mol, und sonst hat man Kilogramm. Aber es kann auch sein, dass das in den nächsten Jahren mal verschwindet, weil man dann viel bessere Verbindungen zwischen denen bekommt. Gut, das sind die anderen Einheiten. Das Kelvin für die Temperatur. Und Sie werden das kennenlernen in der Physik 1b, römisch 1 klein b. Das Ampere groß A für elektrische Stromstärke. Das ist dann etwas für die Physik 2, römisch 2. Der Grund, warum ich römisch immer so betone, ist folgendes. Wir hatten ja gerade einen Studienplanwechsel und sozusagen dann hat Physik die alte Physik, also früher war es mal Physik 3, zum Beispiel Atom, Moleküle, Festkörper. Dann wurde der Studienplan umorganisiert und dann war es die Physik 2. Jetzt sind wir aber wieder zu den alten Nummerierungen zurückgekommen. Und jetzt gibt es sozusagen für diejenigen, die die Sachen früher belegt haben, gibt es Äquivalenzlisten, wie man sich das anrechnen lassen kann. Und damit es da also nicht zu durcheinander kommt, was heißt Physik 2, deshalb haben wir jetzt die Nummerierung auf römische Ziffern umgestellt. Okay, aber wenn Sie gerade jetzt begonnen haben, dann ist es eigentlich egal für Sie. So, jetzt haben wir noch das Mol. Wird als Größe groß geschrieben, aber das Symbol dafür ist Mol klein geschrieben. Das ist die Stoffmenge. Im Prinzip zählt es die Teilchen durch und teilt dann durch die Avogadro-Zahl. Und das Mol werden Sie vielleicht, ich mag das Mol ja überhaupt nicht, aber in der Physik 1b werde ich es zumindest kurz mal erklären. Und dann gibt es noch das Candela CD für Lichtstärke. Und da kann ich nur sagen, forget it. Ja. Oder merken Sie sich es einfach als Kuriosum. Es gibt auch so schöne Grafiken, wie die Einheiten sozusagen dargestellt sind. Ein schönes Diagramm mit den 7 Einheiten. Und da sehen Sie, wie die anderen dargestellt sind. Und man sieht auch wieder ganz deutlich, Candela ist ein totaler Außenseiter dabei und hat eigentlich nichts in dem sozusagen erlauchten Kreis der 7 Basiseinheiten zu suchen. Das sind die Basiseinheiten, auf die wir eigentlich alles zurückführen können. Jetzt gibt es noch jede Menge andere Einheiten, die wir abgeleitete Einheiten nennen. Aber es sind weiterhin Einheiten, die in dem internationalen Maßsystem gelten. Also man spricht hier von abgeleitete SI-Einheiten und die dann eben viele ihren eigenen Namen tragen. Und ich gebe Ihnen jetzt hier einfach mal 5 Beispiele, also eine physikalische Größe,
Eines wurde schon erwähnt, die elektrische Ladung, das ist mein Beispiel Nummer 4, aber bleiben wir bei der Mechanik. Eine Kraft. Und die Einheit dafür ist, wer sagt es mir? Was? Newton. Okay, die Einheit dafür ist Newton. Das verwendete Symbol dafür ist ein groß N, das Newton. Und wenn Sie es in SI, ich brauche hier ein bisschen Platz, da kommt noch eine andere Spalte, in SI-Basiseinheiten ausdrücken wollen, ja, weiß es jemand? Kilogramm und Meter in der Sekunde. Einverstanden? Also ich schreibe es als Kilogramm mal Meter pro mal Sekunde hoch minus 2. Okay, das ist die Kraft in SI-Basiseinheiten. Sie können all diese Einheiten dann ausdrücken in den Basiseinheiten. Die Energie... Einheit? Joule habe ich gehört, ja. Das Symbol groß J. Man drückt es gerne mal aus in Newton mal Meter. Und also in anderen SI-Einheiten, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Newton mal Meter, ich hatte Ihnen glaube ich, im mathematischen, also im Vorkurs kurz über die Arbeit erzählt, sozusagen Kraft mal Weg. Und hier steckt eben die Einheit der Kraft und hier der Weg in Metern und das entspricht dem Joule. Aber wenn ich es jetzt auf die SI-Basiseinheiten zurückführe, ergibt es Kilogramm mal Meter Quadrat mal Sekunde hoch minus 2. Nehmen wir mal den Druck. In Physik 1b werden wir uns, römisch 1b, werden wir uns unterhalten über die über Flüssigkeiten auch. Und Flüssigkeit hat einen Druck und den Druck misst man, Sie wollen sagen, in Pascal. Manchmal eine bisschen unhandliche Einheit, weil man immer geneigt ist, in Millibar zu rechnen. Ja. Aber gesetzlich ist Pascal, Symbol ist Pa und der Druck ist Kraft pro Fläche, Newton durch Meter Quadrat. Und deshalb sehen Sie dann hier, wenn Sie das jetzt teilen durch Meter, also den letzten durch Meter hoch 3, dann ist es Kilogramm mal Meter hoch minus 1 mal Sekunde hoch minus 2. Also das sind einige Einheiten aus der Mechanik. Schauen wir uns die elektrische Ladung an. Und das wurde schon gesagt, die Ladung ist Ampere mal Meter. Ich ordne es mal so, dass hier Kilogramm Meter Sekunde, dann ist S mal A Sekunde mal Ampere und wir messen die Ladung in Coulomb. Ja? Groß C. Die elektrische Spannung vielleicht noch. Die messen wir, gut, das wissen Sie also sowieso alle, in Volt. Großes V ist das Symbol und Sie können ein Volt zum Beispiel ausdrücken als Energie pro Ladung, Joule pro Coulomb. Gut, und wenn ich jetzt mein Joule hernehmen und durch Coulomb teilen, Coulomb ist Ampere mal Sekunde und dann bekommen Sie hier Kilogramm mal Meter Quadrat mal Sekunde hoch minus 3 mal Ampere hoch minus 1. Und jetzt sehen Sie eben, dass die allgemeine Struktur immer so aussieht. Also Sie nehmen Ihre Basiseinheiten und jetzt fehlt mir irgendwie wieder der Platz, heute schreibe ich besonders groß. Es hat immer sozusagen die Form Kilogramm hoch ein Exponent Alpha Meter hoch Beta Sekunde hoch Gamma Ampere hoch Delta. Ja.
Und hier sind eben die entsprechenden, es können verschiedene Potenzen auftreten. Und so können Sie sich eigentlich alle Einheiten aus den Basiseinheiten zusammenbasteln. Also das zu unserem Maßsystem, SI-System. Und Sie sind natürlich dringend angehalten, in dem SI-System zu rechnen. Klassischer Anfängerfehler ist, man verhaut sich irgendwo mit den Einheiten in der Übungsaufgabe. Die Angabe ist in Zentimeter. Zentimeter ist ein Maß, was im Alltag häufig gebraucht wird natürlich. Und man setzt irgendwo ein und irgendwann mal geht das Zenti verloren und man denkt, es sind Meter. Und dann ist das Ergebnis um zwei Größenordnungen falsch, wenn es quadratisch eingeht, um vier Größenordnungen falsch. Also man muss schon sehr aufpassen. Und ganz wichtig, wenn Sie Übungsaufgaben rechnen, das werden wir noch alle üben, dass Sie mit Einheiten immer arbeiten. Ja, also ein Ergebnis, wenn irgendwo ein Ergebnis rauskommt, hat es in den allermeisten Fällen irgendwie eine physikalische Einheit, die Sie richtig hinschreiben können. Manchmal gibt es dimensionslose Ergebnisse, kommt einfach eine Zahl raus, aber meistens kommen Einheiten raus und diese Einheiten, die haben dort zu stehen. Wenn die Einheiten nicht bei dem Ergebnis stehen, ist es schlicht und einfach falsch, wird mit null Punkten gewertet. Also wir sind da ganz streng, ist auch ganz wichtig, dass man mit den Einheiten arbeitet. Ist auch ganz schön, wenn man mit den Einheiten arbeitet. Es gibt einem quasi einen Test, ob das Ergebnis richtig sein kann, gibt es Ihnen frei Haus, denn die Einheit muss stimmen. Wenn also irgendwo nach einer Länge gefragt wird und Sie haben irgendwie ein Ergebnis und dann kommt eine Sekunde heraus, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Also wenn nach einer Länge gefragt ist, muss ein Meter rauskommen. Und wenn nach einer Kraft gefragt ist, muss ein Newton rauskommen und so weiter. Und wenn das nicht so ist, dann ist vielleicht irgendwo ein Rechenfehler. Und deshalb helfen Ihnen die Einheiten auch, Einheitencheck, solche Fehler aufzuspüren. Deshalb sozusagen ist eines der Sachen, gehört eigentlich jetzt in die SL-Veranstaltung, in die Übungsgruppe, sozusagen eine Sache ist immer checken, ob beim Ergebnis die Einheiten stimmen. Gut, jetzt hatte ich kurz Zentimeter erwähnt. Zentimeter ist natürlich eine Sache, die einfach abgeleitet ist aus einer SI-Einheit. Das ist einfach Meter und dann durch 100 geteilt. Das ist aber eigentlich eine Sache, die man nicht tun sollte. Okay, das kommt später. Jetzt im SI-System sollte man sozusagen Einheitenpräfixe verwenden, also etwas so, also Abkürzungen, die man vor die Einheit stellt und die jeweils drei Größenordnungen umschließen. Also normalerweise also hat man, ja, also Dezi und Centi sind zwar durchaus gebräuchlich. Was man eigentlich tun sollte, ist in sozusagen Schritten von 1000 gehen. Millimeter ist okay, also wenn Sie ein Ergebnis korrekt in SI ausdrücken und da Millimeter steht, ist das ganz perfekt. Zentimeter ist schon ein bisschen, naja. Mikro ist okay, sind nochmal drei Größenordnungen weniger, ein Millionstel. Ein Milliardstel ist Nano, also ein Nanometer zum Beispiel. Und Pico, 10 hoch minus 12. Femto, 10 hoch minus 15, Atto 10 hoch minus 18, 10 hoch minus 21, Zepto und Jokto. Ich muss aber allerdings sagen, dass die mir Zepto und Jokto nirgendwo begegnet sind, außer in dieser Tabelle. Allerdings Atto durchaus. Man kann inzwischen Laserpulse machen, extrem kurze elektromagnetische Pulse, die in dem Bereich von Attosekunden sind. Ja? Also vor etlichen Jahren war man noch ganz stolz, dass man in den Femtosekundenbereich gekommen ist. Jetzt allerdings schafft man es, Attopulse zu machen. Und da liegen irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Weltrekord liegt, aber irgendwo tief im Attosekundenbereich. Und das ist der sozusagen die Präfixe für sehr kleine Dinge. Wenn man nach oben geht, dann hat man natürlich Kilo. Ist ein bisschen ein Kuriosum, dass das Kilo im Kilogramm drin steckt. Also Kilogramm, aber eigentlich ist Kilogramm unsere Einheit. Und wenn es eine Tonne ist, müssten Sie eigentlich ein Kilo Kilogramm sagen. Ah. Aber ist nicht so gebräuchlich.
Also Kilo ist jedenfalls 1000, Mega eine Million, Giga eine Milliarde und so weiter. 10 hoch 12, 10 hoch 15, Peta, Exa, auch bis dahin, da ist es mir noch begegnet, zum Beispiel auch in der Laserphysik. Sie können eben also extrem intensive Pulse machen, die also in dem Bereich von ja, schon Exawatt dann sind. Die beiden sind mir noch nicht begegnet hier. Okay, also das sind diese Einheitenpräfixe, die auch häufig gebraucht werden. Jetzt bin ich mit den Einheiten fast am Ende. Ich möchte nur noch mal ganz deutlich, was ich eigentlich mündlich schon gemacht habe, die Warnung aussprechen. Also Einheiten, die nicht diesem SI-System entsprechen, sollten Sie bitte die Finger von lassen, zumindest in der Physik. Im Alltag dürfen Sie das durchaus noch gebrauchen, aber als Physikerin oder Physiker müssen Sie sich immer bewusst sein, was ich da tue, ist jetzt eigentlich ungesetzlich und falsch. Also verwenden Sie ausschließlich SI-Einheiten. Also so Dinge wie Kilometer pro Stunde sind verboten. Gramm ist verboten. Sie müssen Millikilogramm sagen. Hektar, ganz furchtbar. Und noch viel schlimmer, Meilen, Zoll, Inch und so weiter. Und wenn Sie es mit solchen Angaben zu tun haben, also jetzt kommt, jetzt im Ernst, Sie bekommen Übungsbeispiele, wo Dinge, wo durchaus mal eine Zahlenangabe in Kilometer pro Stunde kommen kann. Dann bitte eben sofort umrechnen in Meter pro Sekunde und das dann benutzen und einsetzen. Sonst gibt es Probleme. Also wenn Sie sowas sehen, sofort in SI umrechnen. So, jetzt sind wir schon am Ende von dem Kapitel 1, dem Einführen. Nein, sorry, das stimmt ja gar nicht. Wir sind nicht am Ende vom Kapitel 1, am Ende vom Abschnitt 1.1. Das Kapitel 1 geht noch ein bisschen weiter. Ich möchte Ihnen nämlich noch etwas über Messungen und Messungenauigkeiten erzählen. Und dazu haben wir hier einen Versuch vorbereitet. Ich werde Ihnen erstmal die Grundidee von dem Versuch zeigen, an die Tafel schreiben. Es geht um die Genauigkeit und damit verbunden Messunsicherheiten. Wenn Sie also irgendeine Angabe machen oder von irgendeiner Angabe lesen, müssen Sie sich immer im Klaren sein, da gibt es eine Unsicherheit, eine Ungenauigkeit. Wenn zum Beispiel in meinem Pass steht 1,99 Meter, ist die Frage, wie genau ist das? Ja, etwa 1 bis 2 Zentimeter, das hängt von der sozusagen Tagesform ab, morgens ist es etwas mehr als abends, hängt davon ab, wie man es misst. Und dann ist es so, dass man quasi mit der Angabe der Stellen, die man macht, die Genauigkeit schon irgendwie angibt. Ja, also es steht nicht im Pass irgendwie 1,99, 2, 3, 7, 5, 8. Das wäre alles völlig sinnlos. Das sind sogenannte nicht signifikante Einheiten. Übrigens gibt es dann auch systematische Fehler, nicht die Unsicherheit der Bestimmung. Tatsächlich bin ich 2 Meter groß, nur das mochte ich nicht und deshalb habe ich 1,99 in den Pass eintragen lassen. Das ist eine systematische Unsicherheit dabei.
ich hatte tatsächlich mal vor vielen Jahren einen Reisepass ausgestellt bekommen, in dem 1,60 Meter drin stand. Aber da war ich schon so, gut, das war nur ein grober Missfehler. Das war ein Eintragungsfehler. Wurde dann korrigiert. Aber jetzt ein anderes Beispiel, was wir hier aufgebaut haben. Sehr einfacher Versuch. Und zwar, wir haben ein kleines Stahlkügelchen, das an einem Magneten hängt. Und dieses Stahlkügelchen lassen wir fallen. Okay, wir werden das dann noch im weiteren Verlauf der Vorlesung nächste Stunde beschreiben. Und es kommt dann unten irgendwo, erreicht ein Ziel. Und die Fallhöhe sollte eigentlich 2 Meter sein. Im Moment ist sie auf 1,90 reduziert worden. Und wir wollen diese Fallzeit bestimmen. Und das machen wir so, dass wir irgendwo ein Startsignal hier generieren. Ich erkläre Ihnen das gleich noch ein bisschen genauer, wenn das Ganze losgelassen wird. Es gibt ein Startsignal, geht dann auf eine Stoppuhr, einen Zähler. Hier ist das Startsignal und hier wird bei dem Aufprall, oder genau genommen ist es ein Durchgang durch eine Lichtschranke, wird ein Stoppsignal generiert und hier wird die Zeit gemessen. Okay, und jetzt wollen wir einfach mal ein paar Messungen durchführen und ist es bereit? So, aber vielleicht erkläre ich es erst noch mal etwas genauer, wie wir das machen. Die Stahlkugel hängt hier oben. Hier ist die Stahlkugel und diese Kugel hängt an einem Magneten, einem Elektromagneten, den wir dann unterbrechen werden. Gut, nochmal. Also oben hängt dieses Kügelchen an dem Magneten. Die Auslösevorrichtung ist so, wir haben eine Lichtschranke. Das Kügelchen unterbricht sofort einen Laserstrahl und das startet hier den Zählvorgang, fällt dann herunter und unten ist so eine Art, ist auch eine Lichtschranke aufgebaut, das ist ein Laserstrahl, der über mehrere Spiegel hin und her reflektiert wird. Und wenn das Kügelchen durchfällt, dann wird das Stoppsignal gegeben. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Okay, ich unterbreche jetzt oben den Elektromagneten. Aha, nicht so schlecht. 622,54. Also 622,54 Millisekunden. Und jetzt hat es schon wieder die Justierung verhauen. Oh wow. Okay. Stopp, Reset. Jetzt hat es einmal die Lichtschranke nicht gestoppt. Deshalb, weil das Signal auch jetzt hier unterbrochen. Der war offensichtlich ziemlich daneben. Jetzt stimmt der Trigger wieder nicht. Die Kugel hängt manchmal nicht richtig drin.
So, schauen wir nochmal das Signal an. Ist hier unterbrochen durch die Watte. Ja. Ja, aber das sollte nichts. Jetzt sollte es gehen. So, jetzt haben wir wieder einen 622,85. Machen wir noch zwei. Das sind immer so die kleinen Überraschungen. Da baut man einen schönen Versuch auf und dann passt er nicht durch die Tür. Ja. Und noch ein 22,63. Okay. Was Sie jetzt sehen eben an den Werten, also ein Wert, ein Messwert, den wir hatten, der war offensichtlich komplett daneben. Den konnten wir verwerfen, weil er gar nicht ins Bild passt. Aber das sind alles ganz vernünftige Messwerte hier. Und Sie sehen, das war jetzt ein großer Zufall, dass das auf 10 Millisekunden genau den gleichen Wert ergeben hat. Sie sehen aber hier, dass eine Schwankung der Messwerte stattfindet. Und hier kann man sich eben jetzt die entsprechende Standardabweichung der Messwerte ausrechnen und bekommt so ein Gefühl für die statistische Messunsicherheit dabei. Also die Schwankungen zeigen Ihnen etwas von der Statistik. Jetzt zur Unsicherheit der Messung. Generell ein paar Worte. Was ich Ihnen hier gezeigt habe, ist die sogenannte statistische Unsicherheit. Das heißt, dass die Messwerte hier schwanken und das ist zufällig. Da gibt es keine Gesetzmäßigkeiten drin, es sind einfach Schwankungen und wir können das charakterisieren durch die Standardabweichung. Okay, jetzt gibt es aber andere Probleme und tatsächlich gibt es auch bei der Anordnung einige Probleme, also nicht der wackelige Aufbau, sondern es gibt zum Beispiel, kann man sich überlegen, oben ist ja die Lichtschranke, ich zeichne das mal, also die Kugel, hier ist der Magnet und da hängt die Kugel. So, und hier drunter ist jetzt die Lichtschranke. Und der Strahl dürfte sowas wie ein paar Hundertstel Mikrometer im Durchmesser sein. So, und jetzt hatten wir den Versuch früher mal aufgebaut und da war der Triggermechanismus, der Auslösemechanismus einfach das Loslassen von dem Magnet. Das Signal, was den Magnet ausschaltet, wurde auch zum Triggern benutzt. Das war furchtbar schlecht, denn es gibt eine Verzögerungszeit, bis der Magnet sozusagen seine magnetische Kraft verliert und dann die Kugel sich löst und herunterfällt. Gibt es eine Verzögerungszeit von etlichen Millisekunden und das hat das Ergebnis doch deutlich verfälscht. Wir haben dann im letzten Jahr auf die Lichtschranke umgestellt und so ist so, sobald die Kugel herunterfällt, unterbricht die Lichtschranke, dann wird das Startsignal gegeben. Jetzt gibt es aber hier auch wieder kleine Unsicherheiten, nämlich wann genau wird das jetzt sozusagen das Startsignal gegeben, wenn ein bisschen was von dem Laserstrahl blockiert wird oder wenn er komplett dann blockiert wird. Oder halb vielleicht. Das ist eine Unsicherheit. Und so kann man sich überlegen, wie die Fallzeit ist, dass die Kugel überhaupt, sagen wir mal, einen halben Millimeter herunterfällt. Können Sie sich mal überlegen, werden wir dann auch diskutieren. Es ist nur eine Unsicherheit, die im Bereich von etwa 10 Millisekunden liegt. Fallzeit für 10 Millisekunden sind g halbe t Quadrat, werden wir noch diskutieren, macht 500 Mikrometer. Also das liegt
Die Unsicherheit hier liegt in der Größe von Millisekunden. Und das ist eine systematische, denn sie tritt immer gleich auf. Wenn das mal eingestellt ist, dann haben wir immer entsprechend diese kleine Verzögerungszeit. Und genauso ist es bei dem Stoppsignal. Da kann man sich fragen, da gibt es dann einen Laserstrahl und die Kugel fällt jetzt durch. Ja, wenn man sich das von der Seite anschaut, dann sieht es aber so aus, hier ist die Kugel vielleicht und der Laserstrahl sieht so aus. Und es ist so ein Teppich, es gibt mehrere Laserstrahlen, der gleiche Strahl wird hin und her reflektiert. Nun kann aber die Kugel so auftreffen, sie kann aber auch so auftreffen, dass sie den Laserstrahl nicht genau mit ihrem untersten Punkt trifft, sondern irgendwo dazwischen liegt. Und das gibt auch wieder eine unterschiedliche Verzögerung und Messunsicherheiten. Und das sind Effekte, die erscheinen klein, aber bei der Genauigkeit, wie wir hier schon messen, eben auf 10 Mikrosekunden genau, sind das Effekte, die ganz locker ihr Messergebnis verfälschen, ganz deutlich. Und deshalb muss man sich da dem Klaren sein. Und dann möchte man, was man dann noch extrahieren möchte, wir diskutieren das noch, ist die Erdbeschleunigung. Und da muss man auch die Höhe genau kennen. Und auch bei der Höhenmessung natürlich hat man gewisse Messfehler, die sich dann im Ergebnis widerspiegeln. Also das als Beispiel für einige Messunsicherheiten. Die systematischen Unsicherheiten sind so, dass die Messwerte systematisch abweichen. Systematisch, das heißt, dieser Effekt heißt immer, dass die Werte stets zu groß oder zu klein sind. Wenn man diese Fehler, also man kann diese Fehler angeben, quantifizieren, hier oben ist das bei der statistischen Unsicherheit, kann man das über die Standardabweichung machen, Sie können das machen dann über den systematischen, gibt es auch Methoden, diese abzuschätzen, dann gibt man diese Fehler an. Wenn es nicht so ganz so genau darauf ankommt, dass man weiß, welche Unsicherheit der Fehler hat, dann macht man das über die sogenannten signifikanten Stellen. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Mittelwerte anschaue, dieser Werte, dann werde ich also nicht genau das angeben, was der Taschenrechner ausspuckt, sondern ich werde das Ganze den Mittelwert irgendwie runden und es ist in dem Fall bei den einzelnen Werten 5, 5, 8, 9, es dürfte so bei 6 oder 7 liegen. Also ist es sinnvoll anzugeben, diese Zeit in 0,622. Also nehmen wir mal an, Ihr Taschenrechner spuckt einen Mittelwert aus, der sowas ist, ja, 9, 3, 5. Hat viele Stellen. Gut, und dann sieht man natürlich häufig auch bei Übungsaufgaben, dann wird also ein Ergebnis mit 10 Stellen hingeschrieben, wo allerdings die Stellen hier hinten alle völlig sinnlos sind. Da steckt überhaupt keine Aussagekraft drin. Die sind völlig zufällig. Nicht signifikant. Signifikant sind vielleicht die vorderen drei, vielleicht gerade noch mal 4. Also das sind die signifikanten Stellen. Und das ist auch eine Sache, die Sie lernen sollen in den Übungen. Wenn Sie ein Ergebnis bekommen, schreiben Sie nur die signifikanten Stellen hin. Im Zweifel, ob vielleicht diese Stelle, die vierte hier, noch signifikant ist oder nicht, schreiben Sie diese auch hin. Aber bitte nicht mehr Stellen dann. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel angebe, zum Beispiel t gleich 0,623 Sekunden, dann ist das eben mein Ergebnis mit nur signifikanten Stellen. Wenn Sie in Übungsaufgaben, Übungsbeispielen sind manchmal Zahlenwerte angegeben und die sind auf, sagen wir, 3 Stellen genau angegeben
Und dann rechnen Sie entsprechend das Übung, das Endergebnis auch mit diesen drei Stellen Genauigkeit aus. Dann macht das Ganze Sinn. Aber bitte nicht einfach das abschreiben, was der Taschenrechner ausspuckt. In dem Sinn vielleicht noch ein Kommentar dazu. Wenn ich die signifikanten Stellen benutze und hinschreibe t gleich 0,623, dann heißt das hier, das heißt, also nicht genau gleich, das heißt es nicht, sondern, und das ist die wichtige Formulierung, es heißt im Rahmen der Messgenauigkeit gleich. Okay, im Rahmen der Messgenauigkeit gleich. Sorry, dass das etwas hingeschmiert ist hier. Also das noch zur Genauigkeit und den signifikanten Stellen. Okay, jetzt sind wir wirklich am Ende von dem Kapitel 1 angelangt. Sie finden, ja. Fehlern in was? Durch technische Limitierung von was? Ja? Ja. Also auch da gibt es systematische und es gibt statistische Fehler. Auch so ein Gerät, ich meine, das klar, Zeit kann man sehr gut messen, da wird es keinen nennenswerten Fehler geben. Aber im Prinzip könnte der Taktgeber in der Stoppuhr auch schwanken und zufällig verteilte Messergebnisse geben. Er kann auch schlicht und einfach falsch gehen und kann immer etwas zu lange oder zu kurze Zeiten anzeigen. Auch das ist da möglich. Okay, also ich betone das nur deshalb so, weil Sie von Anfang an wissen sollen, eben nichts, was wir machen, ist wirklich ganz genau, aber Sie sollten wirklich wissen, wie genau es ist dann. Okay, so, also Ende von Kapitel 1, es beginnt Kapitel 2. Kapitel 2 ist das Wesentliche der Mechanik. Sie finden auf dem OLAT-System, ich weiß nicht, wer, gehen Sie, also haben Sie das schon ausprobiert, das OLAT? Also Sie finden da jeweils, was ich nenne, den roten Faden der Vorlesung. Das sieht dann eben so aus und sind die Tafelanschriebe. Und auch gleich mit der Warnung, dass das kein Skript ist. Ja? Ja? Die kommen, also ich weiß nicht genau, wie wir das technisch machen, aber sie werden auf jeden Fall zur Verfügung gestellt. Ob sie vom OLAT her verlinkt werden, müssen wir schauen. Aber sie werden darauf zugreifen können. Ja. Ich werde es Ihnen dann noch bekannt geben, wie das geht. Also die Videoaufzeichnung hat eigentlich den Sinn, vielleicht noch ein Kuriosum. Also wir haben ja unzählige, völlig schwachsinnige Vorschriften und dann kommt der Gesetzgeber her und sagt, macht mal die Studieneingang. Zulassungsbeschränkung wollen wir nicht, aber dann wird irgendwie sowas Komisches eingeführt wie die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Ja? Und dann kommen so Sachen zum Beispiel wie die Studieneingangs- und Orientierungsphase muss ja auch im Sommersemester eingeführt werden. So, nun sind die entsprechenden Vorlesungen, die werden überhaupt nicht angeboten im Sommersemester. Wir haben normalerweise praktisch keine Anfänger im Sommersemester. So, und jetzt muss das irgendwie gelöst werden. Gesetzgeber sagt, ihr müsst das anbieten. So, und die Lösung ist jetzt zum Beispiel, dass die Vorlesung als Konserve ins Netz gestellt wird, ja, die Physik 1a. Dann haben Sie das Vorlesungsangebot. Und allerdings sollte jetzt im kommenden Semester sich auch nur eine Person anmelden, neu in der Physik, dann müssen wir extra eben diese SL-Veranstaltung, diese Übungsgruppe anbieten. Für eine Person, ja. Das ist ganz fantastischer Umgang mit unseren Ressourcen, was da passiert. Ja. Ich höre immer eben Gejammer über die Universitäten, Unterfinanzierung und so weiter, aber ich kann Ihnen sagen, aufgrund von den ganzen komischen Randbedingungen, die wir haben, gehen wir mit unseren Ressourcen wirklich sehr, sehr schlecht um. Und das ist jetzt auch wieder sowas. Man muss dann ständig irgendwelche Notbehelfe basteln, die ganzen komischen Vorgaben zu erfüllen. Sie werden sich vielleicht auch wundern, das ist mein Lieblingsthema, ich werde vielleicht noch häufiger darauf zurückkommen, haben Sie sich mal angeschaut, wie der Prüfungsmodus lautet zu der Vorlesung. Schauen Sie sich das mal an. Ja.
Da reden wir dann nochmal drüber. Ja. Es ist nicht meine Schuld, ich hätte es viel leichter gerne gemacht. Also viel unkomplizierter, sagen wir. Nicht unbedingt leichter, aber unkomplizierter. Gut, aber jetzt also vielleicht nochmal dazu, diese Unterlagen, die ich bereitstelle, sind kein Skript. Haben sich mal Studenten beschwert, das Skript sei ja kaum leserlich und so weiter. Diese Beschwerde geht ins Leere, es gibt kein Skript. Ja, das ist auch nicht der Anspruch eines Skripts, denn nehmen Sie sich den Halliday Resnick, lesen diesen, das kann kein Skript in dieser Art und Weise bringen. Mir geht es nur darum, dass Sie eben sehen, welcher Stoff wurde behandelt dabei. Und das sollen Sie den Unterlagen entnehmen. Okay, ja, so jetzt sind wir in der Mechanik. Und das Erste, was ich diskutieren möchte im Abschnitt 2.1, ist die geradlinige Bewegung. So, das ist im Prinzip eine recht einfache Angelegenheit. Also sagen wir mal so, eine Bewegung kann stattfinden, wie der Name schon sagt, entlang einer geraden Linie. Und wir beschreiben das Ganze durch diese Achse und nennen das Ganze x, ist die Koordinate. Und gemessen wird das Ganze, da es sich um einen Weg handelt, in Metern. Ich schreibe also in Klammern dahinter x gemessen in Metern bedeutet das. Das ist die Ortskoordinate in Metern. Und naja, was Sie noch brauchen, ist, Sie brauchen eine Skala und sagen wir mal, irgendwo legen wir die Null hin, hier ist mein Nullpunkt, in dem Fall ist es eine Null, steht nicht für Origin, und sagen wir mal, hier ist minus 1 Meter, hier ist minus 2 Meter, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, ich sage zwar Meter, aber die Einheit, die steht hier. Das bedeutet, das sind die x-Werte in Metern angegeben. Wenn ich das weglassen würde, ich hätte hier nur x, dann müsste ich jedes Mal dran schreiben, minus 2 Meter, minus 1 Meter, 0 Meter, 1 Meter, 2 Meter und so weiter. Gut, das wäre das eine Mal. Und jetzt kann ich, vielleicht sollte ich das noch genau hinschreiben, das ist der sogenannte Koordinatenursprung. Und im Prinzip ist dieser Ursprung frei wählbar. Sie können also sagen, wo Sie wollen. Da ist die Null oder da ist die Null, da ist die Null. Und das machen Sie nicht zufällig, sondern meistens so, dass es irgendwas Sinnvolles ergibt. Wenn zum Beispiel irgendwo eine Bewegung an einem bestimmten Punkt startet, dann können Sie sagen, da ist mein Ursprung, da ist die Null. Sie müssen es nicht, Sie können es auch gerne komplizierter ausdrücken, aber Sie können es so wählen. Also im Prinzip haben Sie freie Wahl, des Referenzpunktes. So, und jetzt können Sie zum Beispiel sagen, ich starte irgendwo an einem Punkt x1. Das ist x1. Bewege mich zu einem Punkt x3, der ist dann hier irgendwo. Und das Ganze hier definiert eine positive Richtung wachsende Werte von x. Okay, ist eigentlich recht trivial, zeigt Ihnen aber schon einmal, wenn Sie irgendwie ein Diagramm zeichnen, es muss eine ordentliche Achsenbeschriftung haben, es muss immer dastehen, was es anzeigt. In dem Fall ist es der Ort. Es muss gegebenenfalls die Einheit haben, Meter. Und dann hat es eine Skala, ja, mit den entsprechenden Werten hier.
Und nun zu einem sogenannten Ort-Zeit-Diagramm. Ort-Zeit-Diagramm. Sagen wir mal Folgendes. Also wir betrachten mal jetzt den Ort. Das ist das, was ich hier x genannt habe, in Metern, und tragen das Ganze auf als Funktion der Zeit. Ja, Zeit messen wir in Sekunde. T in Sekunden, Ort in Metern, und die Skala sagen wir von 0 bis 10 Metern. Und Zeit, naja, machen wir es mal so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekunden. Das wäre ein solches Diagramm. Und jetzt kann ich schon mal eine einfache Bewegungsform beschreiben. Beispiel, also meine Bewegung geradlinig hier durch den Hörsaal. Ich starte an diesem Punkt. Jetzt ist mein Zeitnullpunkt und auch Ortsnullpunkt hier gewählt. Jetzt geht's los. Ich bewege mich also innerhalb von einer guten Sekunde um 5 Meter, bleibe stehen, warte einen Moment, träume ein bisschen und gehe dann weiter, weitere 5 Meter und bleibe wieder stehen. Okay, wie sieht das aus in dem Diagramm? In etwa sieht das so aus, dass ich hier erstmal ein bisschen beschleunigen muss, mich dann etwa mit konstanter Geschwindigkeit bewege, hier nach etwas mehr als einer Sekunde vielleicht stehen bleibe bei 5 Metern. Das ist der Punkt, den ich stehen geblieben bin. Jetzt bleibe ich stehen, und was dann passiert ist, die Zeit schreitet zwar voran, aber der Ort ändert sich nicht. So, und jetzt gebe ich wieder Gas sozusagen, schreite weitere 5 Meter und habe das Ende des Hörsaals erreicht. Das wäre eine solche Kurve. Okay. Jetzt kann man natürlich andere Dinge machen. Ich kann jetzt hier starten, den Hörsaal ganz durchschreiten. Dann fällt mir ein, oh, ich habe was vergessen. Gehe zurück und dann fällt mir ein, ah, ich habe es vielleicht doch mitgebracht oder irgend sowas. Und dann sieht die Kurve anders aus. Dann sieht sie so aus, dass ich hier starte, bin am Ende vom Hörsaal angekommen, mir fällt ein, oh, oh, was vergessen, gehe zurück und dann fällt mir ein, ich habe es doch mitgenommen und bleibe verwirrt stehen. Dann wäre das eine Kurve dieser Art. Ja. Also, nur zwei Beispiele für einfache Ortszeitdiagramme. Gut, wir wollen dann in der nächsten Stunde, das schaffe ich jetzt nicht mehr ganz, werden wir die Begriffe Geschwindigkeit und Beschleunigung einführen. Vielleicht als bisschen als Preview ist es so, was ist Geschwindigkeit jetzt? Wenn ich mich schnell bewege, dann ändert sich der Ort schneller mit der Zeit, ja, und es geht hier steiler nach oben. Langsame Bewegung so, Stillstand, keine Bewegung. Also Sie können schon erahnen, wenn Sie die Ableitung von diesem Geschwindigkeitszeitdiagramm nehmen, erhalten Sie die Geschwindigkeit. So ist die Geschwindigkeit, die zeitliche Ableitung. Thank you.